Ja, willkommen, ihr lieben Kinder der Nacht, zu einem etwas anderen Spielvideo. Genau, heute ist der 31. Dezember. Heute ist der letzte Tag des Jahres und ich wollte einfach mal ein bisschen überhaupt quatschen, damit heute überhaupt vielleicht noch ein Video kommt. Mal gucken. Ja, einfach mal ganz entspannt, ein bisschen was zocken, egal was. So, und ich habe mich dazu entschieden, ein paar von diesen Punkt-IO-Spielen zu spielen und ja. Genau, erstmal fangen wir an mit Slitherio oder wie sich das auch schimpft. Ich kann manchmal dieses TH nicht aussprechen. So. Genau, ja, was könnte ich jetzt großartig erzählen? Ich bin tatsächlich sehr darüber überrascht, wie das überhaupt das ganze Jahr verlaufen ist. Ich hatte überhaupt ganz andere Pläne für dieses Jahr. Ja, ich hatte Anfang des Jahres irgendwie noch was laufen, wo ich regelmäßig hin sollte und so. Ja, das hat sich dann irgendwie nicht ergeben ab März, wie man ja weiß. Und naja, ich bin tatsächlich auch eher froh darüber, dass das nicht so gekommen ist, wie es gekommen sollte. Und naja, das ist jetzt für mich so ein bisschen so eine Art Jahresrückblick. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Spiel spielen soll. Achso, okay. Rechte Maustaste kann ich boosten. Ich weiß das gar nicht mehr. Uiuiui. Kann ich auch aufhören? Ah, gut. So. Nein. Ja, privat gesehen, es geht mir soweit ganz gut. Auch wenn dieses Jahr ganz komisch war, es war soweit okay. Es hätte für mich tatsächlich schlimmer kommen können. Klingt irgendwie komisch, das zu sagen in so einer, naja, komischen Situationen, in der die Welt sich gerade befindet. Aber dennoch, ich kann nicht klagen. Es geht mir relativ gut. Und da bin ich auch wirklich sehr froh drüber, muss ich gestehen. Natürlich, in der Welt geht immer sehr vieles um sich, aber ich meine, man kann nicht immer zu sehr Anteilnahme nehmen, weil man daran auch kaputt gehen würde. Traurig ist man ja, aber naja, man ist auch froh, dass einem das nicht selber passiert. Naja, genau, wo war ich stehen geblieben? Neben diesem etwas niederschmetternden Monolog eben. Ja, wie gesagt, da sollte ich eigentlich regelmäßig hin, aber ich bin froh, dass ich da nicht hin musste, weil mir das einfach nichts gebracht hätte. Aber ich kann es sagen, wie es ist. Ich sollte eigentlich da irgendwie was machen im Sinne von arbeitstechnische Maßnahmen und sowas. Ja, also für mich selber absoluter Blödsinn im Moment. Nicht nur wegen der ganzen Corona-Situation. Oder machen wir es wie LeFloid, Ronny. Nennen wir es Ronny. Mit der ganzen Ronny-Situation. Es ist scheiße. Natürlich ist es scheiße. Ich meine, Dutzende. Ja, ich will nicht großartig drauf eingehen. Ja. Was könnte ich sonst so noch dazu sagen? Ja. Ich bin froh, dass ich da nicht hingehen musste. Und naja. Ich bin auch sehr froh, dass ich wieder mit YouTube angefangen habe. Komischer Zufall, dass ich gerade, als der Lockdown verhängt wurde, der erste, dass ich dann wieder angefangen habe. Ich glaube, das war wirklich der 18. März, da habe ich das erste Video wieder hochgeladen. Und naja, das war schon irgendwie ein lustiger Zufall, in Anführungszeichen lustig. Naja, aber solche Zufälle passieren nun mal. Ach ja, was könnte ich großartig erzählen? Ja, Januar war für mich eben, wie gesagt, halt irgendwie so nervtötend, dies mit dieser, ja, war es eine Maßnahme? Ja, ich denke schon. Das war schon wirklich sehr, sehr nervtötend. Naja, Februar denn eben genau dasselbe. Ja, stimmt, was ich erzählen kann. Letztes Jahr, kurz vor Silvester oder. Ja, doch kurz vor Silvester ging es unserer Katze nicht gut. Da war eben halt auch, ja, die Trauer halt groß. Da hätten wir fast sie verloren, hätten wir sie nicht operieren lassen. Naja, bin ich auch sehr froh, dass es ihr wirklich sehr, sehr schnell wieder viel, viel besser ging. Und ich bin jetzt tot. Wenn ich dir nicht. Ah, schade. Okay. Ah, ich mag Slytherio nicht. Deswegen, tschüss. Das ist mir jetzt gerade zu viel denken, deswegen mache ich das so. Europäisch, ja, machen wir.
Ja, das hier ist auch ein süßes Spiel. Ja. Da hätten wir, wie gesagt, fast unsere Katze verloren, die wir schon seit, oh Gott, 2014 haben. Also sie ist auch schon mindestens so 7 Jahre alt. Das ist schon sehr krass, bin ich der Meinung. Das ist das erste Mal, dass ich selber so eine Katze selber, naja, nicht besitze, sondern eben, dass sie zu uns gehört. Und naja, ansonsten, was war denn so Februar, März? Da ging es ja los mit Corona und so. Ronny, Entschuldigung, ich meine Ronny. Ja, Ronny denn eben so, ja, genau, ich breite mich jetzt weiter aus. Ist schon schwierig. Ich denke mal, das Gesundheitssystem ist da mit am heftigsten betroffen. Dass wir als normale Leute, sag ich mal, kaum was davon mitbekommen, außer eben das, was in den Nachrichten passiert oder eben, wenn es im Familienkreis passiert. Aber naja. Ich für meinen Teil habe zum Glück nichts in der Familie gehabt. Ey! Da hat eben mein Fisch gefressen. Nein, mein Schwarm muss wachsen. Ach ja. Naja, ansonsten April, da habe ich ja relativ viel gemacht. Huch, nein. Na, diese Tastatur, diese Mausgesten. Letzt geschlossenen Tab, bitte. Nein, jetzt muss ich wieder machen. So. Passiert. Naja, wo war ich jetzt? Genau, mein Schwarm soll größer werden. Und überhaupt, ja, da ging Ronny erst so richtig los. Ey! Seit wann können die Quallen denn so hinterher? Ey, das ist nicht gut. Nein. Das Blöde halt bei den Mausgesten. Ich glaube, ich hätte die hierfür ausmachen müssen. Egal. Krabbi! Genau, ansonsten, ja, April ging's los, soweit. März, Mai, Juni. Ja, im Juni hatte ich Geburtstag. Wir wollten eigentlich zu meinen Eltern fahren, aber naja. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Im Juli waren wir dann endlich bei meinen Eltern. Und naja, es ging. Es war soweit in Ordnung natürlich. Aber eben halt so immer noch dieser Hintergedanke. Ja, was passiert jetzt? Was können wir jetzt machen? Oh, der ist gut, der Fisch. Komm her. Ich mache mir ja auch immer täglich sehr viele Gedanken. Wie kann ich im Leben weiter vorankommen? Ich möchte nicht immer auf der Stelle treten. Ich möchte nicht immer das machen, was ich sowieso schon den ganzen Tag mache. Klar, das mit den Videos aufnehmen, das ist super. Das würde ich da wirklich gerne weitermachen. Soweit, wie ich es halt kann. Aber irgendwie auch so dieser Hintergedanke, das ist nicht alles im Leben. Manchmal habe ich wirklich einfach so das Gefühl, dass ich einfach jeden Tag das exakt selbe mache. Und größtenteils ist das ja auch so. Habt ihr da irgendwelche Ideen, was man da so gegen diese Monotonie machen kann? Ich bin da echt absolut ratlos. Naja. Ne, nein. Qualle. Hier. Fischi. 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 Nein. Ich habe das in diesem Spiel noch nie erlebt, dass wirklich ein Schwarm auf mich losgestürmt ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön bei dem Spiel hier. Man möchte einfach nur größer werden und wachsen. Ich habe das Spiel, glaube ich, zuletzt irgendwie 2015 oder so gespielt. Huch. Na, habt ihr das gesehen? Nein, 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 nein. Oh, nein. Verdammt. Durch die Quallen getrennt. Nein, kommt her. Oh, ich kann nicht weiter. Verdammt. Kartenende. Nein. Oh, seht ihn euch an, den armen Fisch hier drüben. Nein. Der arme Fisch. Da kommt der hier gerade recht. Aber irgendwie auch cool, dieser Skelettfisch. Halt, da unten Krabbe. Oh, genau. Ja, super. Ach nee. Wie gesagt, ich mache mir halt auch immer sehr viele Gedanken, was man so machen könnte. Überhaupt, was man so machen kann. Nicht einfach nur, ja, was könnte ich jetzt als Projekt machen? Da habe ich sau viele Ideen. Ich habe unzählige Spiele bei mir. Bei Steam, auf Itch.io gibt es auch so unglaublich viele Indie-Spiele. Und ja, genau.
Oh, es fällt mir immer schwer, irgendwie so frei aus der Leber weg herauszuerzählen. Ich hoffe, das merkt man überhaupt nicht. Naja. Aber das ist halt sowas, was ich noch ein bisschen üben möchte. Einfach mal so irgendwas erzählen. Irgendwelche Anekdoten aus meiner Jugend, obwohl da nicht unbedingt her. Da gibt es zu vieles, was ich gern vergessen möchte. Obwohl, habe ich ja. Okay, sagen wir, ich möchte es weiterhin verdrängen. Ah, Fischi. Oh, wie groß der geworden ist, der hier. Oh, sehr schön. So, hier oben. Ah, gut. Ah, noch ein zweiter. Sehr schön. Und plups. Nein! Auch schon wieder. Immer wieder. Diese Mausgesten. Ich muss immer aufpassen. Ja, ansonsten, wie gesagt, so Let's Play-technisch war es für mich ein großartiges Jahr. Ich habe sehr viel gemacht. Ich habe das meiste wirklich mit sehr viel Spaß angegangen. Bin angegangen. Grammatik. Ah, Grammatikwichtel. Sterben, wenn ich falsch rede. Naja. Ja. Wie gesagt, Let's Play-technisch, ich bin absolut zufrieden, wie viel ich da jetzt gebracht habe und wie viel ich geschafft habe. Und bisher auch nur ein einziges Spiel nach 7 Folgen auch abgebrochen haben musste, weil mir das sonst schon wieder, ich habe mich nicht bewegt. Ja, weil das sonst einfach, ja, mich zu sehr gefrustet hätte. Naja. Mir ist aber auch aufgefallen, ich sage sehr oft, naja. Ist irgendwie manchmal so ganz bekloppt. Aber gut. Hier unten. Nein, Quallen. Böse Quallen. Ich glaube, als ich das letzte Mal gespielt habe, war das nicht so heftig. Ja, komm her, kleiner Freund. Ja, er schließt sich uns an. Ach, ist das schön. Ich habe selber auch sehr viel bei anderen YouTubern immer geguckt. Im Grunde, ich gucke überhaupt kein Fernsehen mehr. Wenn wir mal bei meinen Eltern sind, ja, da gucken wir mit, aber das war's dann auch schon. Bei uns hier in der Wohnung, wir haben nicht mal irgendwie uns den Anschluss freischalten lassen. Zum einen, weil es ein Zehner mehr im Monat kostet, da für den in Anführungszeichen Schrott, der sonst so im Fernsehen läuft, nein, danke. In Anführungszeichen Schrott. Es läuft nicht immer was Schlimmes. Ne? Also, ja. Nein, 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 nein. Ja. Ich bin auch ja, immer am Überlegen, was könnte man als nächstes Projekt machen. Und wie gesagt, ich habe einfach zu viel, was ich gerne machen möchte. Ich möchte Retro machen. Ich möchte Indie-Spiele machen. Ich möchte Horror machen. Ich möchte so viel an Horrorzeugs aufnehmen. Das ist, ja. Irgendwie so ein bisschen, ich liebe Horror. Ich bin ab und an meistens ein Riesenschisser, aber ich liebe Horrorzeug. Na? Gut. Oh, Mausgesten. So. Oh ja, hier. Oh, wie groß der Fisch ist. So. Ja, das hier kann man eigentlich wirklich Stunden machen, bis man irgendwann ganz oben auf dem Board ist. Aber die 17.000, das möchte ich jetzt nicht schaffen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt die 400 schaffen, würde ich das Spiel auch wechseln. So, ja, hier überall die süßen Sternchen. Und ich möchte auch ein Gaming-Channel eben bleiben. Ich finde, das ist eben halt das, was ich am besten kann, was ich am besten aufnehmen kann. Wenn ich irgendwas in Real Life machen würde, zum einen, ich möchte mein Gesicht einfach nicht zeigen. Eben unter anderem Privatsphäre und sowas. Dann eben auch ganz simpel, ich möchte nicht unbedingt, dass man weiß, wo ich wohne. Denn da, wo ich wohne, könnte man mich relativ leicht auffinden. Und obwohl nicht unbedingt, da müsste man die Ecken hier schon kennen. Aber trotzdem, das muss nicht sein. Deswegen, wenn denn eben halt ohne Gesicht und ohne irgendwas draußen großartig zu filmen. Und ja, ich bin auch nicht dafür geschaffen, irgendwie vor der Kamera zu stehen. Und ich habe auch nicht die passende Kamera dafür. Meine beste Kamera ist meine Handykamera. Und die ist überhaupt nicht gut. Ich habe kurioserweise, das kann ich ja mal eben erzählen. Ich hatte sehr oft schon das Licht beim Handy benutzt, die Kamera dafür, dass das Blitzlicht als richtige Taschenlampe funktioniert ganz gut. Nur eben, ja,
Oh nein, die Qualle! Kommt her! Hier! Oh! Nee, ey. Genau, habe ich dann sehr oft genutzt und irgendwann plötzlich hat das Blitzlicht nicht mehr funktioniert. Gar nicht! Und jetzt vor kurzem habe ich dann irgendwas wieder gemacht und jetzt funktioniert es wieder. Oh Mann, ich sag's ja, mein Handy ist alt. Aber gut, es ist aus zweiter Hand. Meine Schwester hat mir das gnädigerweise überlassen. Und ja, ich muss mal sehen, wie ich jetzt erstmal anspare. Na, gut. Ja, stimmt, es ist so ein ganz altes S5 Mini. Ich glaube, sie hatte sich damals irgendwie einen Vertrag geholt und ja, da war das dann halt mit bei. So, nein, 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 hier. Nein. Sag mal. Nein. Sag mal, lässt du mich mal in Ruhe? Okay, los. Auf ihn! Los! Schnappt ihn euch! Fresst ihn! Selber schuld, wenn der mich angreift. Na los, hier. Das erste Mal, dass ich hier wirklich einen Spieler umnieten muss. Oh, wie ich aussehe. Oh mein Gott, mein armer Fisch. Ah, okay, aber die Sterne heilen mich wieder. Das war sehr knapp, ne? Jetzt bloß nicht in irgendeine Qualle wieder rein. Naja, wo war ich eigentlich jetzt mit dem Erzählen? Ja, für mich ist es halt auch immer schwierig, Geld anzusparen. Weil ich eben halt nicht so viel zur Verfügung habe. Ja gut, die Monetarisierung, das ist momentan noch außer Frage. Selbst wenn ich das irgendwann mal erreichen würde, 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime im Jahr. Erst wenn ich wirklich so, ja, das Geld für die Miete und für den Strom reinkriegen würde, dann erst würde ich das machen. Mit der Monetarisierung wahrscheinlich. Oder zumindest so, dass ich 100 Euro im Monat dazu verdiene. Das wäre dann okay. Aber mehr darüber wäre nicht in Ordnung. Das würde nicht gehen. Ah, hier unten. Na komm. Sehr schön. So. Ach, wir haben jetzt schon die 400 erreicht. So, weißt du was? Komm mal her. Du, da unten, komm her. Friss mich. Ja, friss mich. Dankeschön. Jetzt hast du meinen Schwarm. Solange wie er weiterlebt, lebe ich auch weiter. Gut, machen wir das nächste. Das hier kenne ich noch gar nicht. Player. So, Skins. Ja, pff. Okay. Ja, ist okay. Rot ist meine Farbe. Das ist super. Ja, und wie ich auch so meinen Kanal einfach weitermachen möchte, einfach relativ locker, so wie es gehabt ist, so wie ich es bisher auch immer schon gemacht habe. Nicht großartig, ja, einen auf professionell machen. Na komm schon, kann ich das nicht? Ah, doch. Und die Ampel? Nee. Komm her! Ja, es geht. Okay, das ist lustig. Und das hier soll auch kein Werbevideo für diese .io-Spiele sein. Ich spiele das einfach nur gerade, um überhaupt Gameplay irgendwas zu haben. Nebenbei. Ui, sehr schön, ich bin gewachsen. Darf ich auch im echten Leben wachsen, bitte? Na gut, ich bin zwar 1,75 oder 72 eher, aber trotzdem. Oh, das bringt Spaß, super. Oh, sogar hier der Bordstein oder was auch immer das ist. So. Ja, muss man halt wachsen, ist klar. Oh, jetzt sogar ganze Autos. Nom. Oh nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Okay. Bäume? Nom, 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 nom. Köstlich. Nö, nein, nein, haut ab. Ah, das ist ja ein cooler Skin. Nein, hau ab. Lass mich in Ruhe. Ich möchte auch wachsen. Ich möchte auch wachsen dürfen. Das finde ich auch gut, dass die denn langsamer sind als ich. Das wäre sonst ein bisschen sehr unfair. Nein, haut ab. Nein.
Ah, das wird so knapp. Okay. Oh, danke schön, danke schön. Nein, 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 nein. Das ist ein lustiges Spiel. Das finde ich ist echt eine richtig coole Idee. Gab's doch auch mal ein anderes Spiel von hier, auch so in dem Prinzip, dass dann alles da in dieses Loch reinfällt. Oh, Time is up. Okay. Cool. Ja, nochmal. Das bringt Spaß. Okay. Hallo? Okay, ich starte es nochmal neu. Und lass mich raten, ich darf wieder neu eingeben. Genau, ich wollte eigentlich sagen, ich möchte mein Kanalkonzept einfach so beibehalten, wie es ist. Einfach locker und nicht dieses, ja, ich bin so überprofessionell und so. Nein, das bin ich nicht. Aber schade, funktioniert nicht mehr. Naja, gut. Dann machen wir das, was mich die letzten Tage beschäftigt hat, das Spiel. Genau dieses hier. Ich bin da so fasziniert von. Naja, genau, ich wollte es einfach simpel halten. Ich möchte einfach so sein, wie ich bin, mich nicht verstellen, möchte einfach das machen, was mir Spaß macht. Ohne dass ich mich da irgendwie großartig rechtfertigen muss, dass ich da irgendwie, ja, wie kann man es nennen? Mich selbst verfälsche, kann man das so sagen? Ich glaube ja. Weg mit dir! Haha! Erwischt. Ja, ich möchte es halt einfach erstmal weiterhin nur als simples Hobby machen, weil, ja, seien wir mal ehrlich. Ehrlich wollte ich sagen. Ja, jetzt gerade habe ich eben halt geguckt, es sind 84 Abonnenten, die ich habe. Und ich bin absolut erschüttert. Warum? Also wirklich, wirklich Dankeschön, auf jeden Fall. Dennoch bin ich da so überrascht, dass mal also da, ja, genau, dass das überhaupt jemandem gefällt, was ich hier so fabriziere. Ja gut, ich glaube, den größten Durchbruch hatte ich jetzt wegen Stardew Valley, wegen dem Update. Weil da sie jetzt sehr viele gesucht haben und eben sehr viele in mein Video gefunden haben. Aber ich wollte das halt einfach auch sehr spoilerfrei halten. Für Leute, die eben die Geschichten und so dann selber spielen wollen oder eben während des Let's Plays zugucken wollen, wie das so vonstatten geht, ne? Da wäre es doch halt blöde, wenn ich schon im Update-Video so richtig die ganzen Spoiler raushau. Das möchte ich nicht. Ich gehe auch immer davon aus, das, was ich mache, so würde ich mir das selber auch angucken wollen. Ja, ich weiß, es klingt voll selbstverliebt, aber naja, es ist halt so. Ich möchte ja möglichst 100% vom Spiel sehen. Ich möchte eben, dass die Person sich nicht verstellt. Ich möchte einfach ein entspanntes Spiel sehen oder eben, ja gut, Markiplier, Rage Games, das ist manchmal schon sehr lustig. Nein! Okay, gut. Ach, gut. Ey, das ist mein Territorium. Hau ab. Nein. Gut. Ja, wie gesagt, einfach als Hobby, ohne Stress, ohne Druck, einfach Spaß haben. Und ich glaube, das ist heutzutage bei YouTube irgendwie so schwierig geworden für einige. So ungefähr die sehen, oh Gott, man kann da richtig viel krass Kohle machen, wenn man da richtig beliebt ist, wenn man da so richtig viel Scheiße macht oder, naja, nicht Scheiße, aber eben halt, ja, diesen und diesen Content macht, dann kriege ich richtig viele Abonnenten, richtig viel schnelle Kohle, einfach für ein einziges Video. Ja, aber wie viel Arbeit da auch hintersteckt. Also schon damals, als ich eben ja, so ein bisschen YouTube gemacht habe, so die paar Videos, das bisschen Horror, ne? Also, ich habe da halt auch gesehen, ja, es ist aufwendig, aber eben auch schwierig zu handeln mit dem, ja, was man da so erzählt, was man da so überhaupt macht. Und naja. Und jetzt eben halt, ich habe fast ein Jahr lang, na gut, März bis März. Ich habe im März erst angefangen. Ich habe ab März fast jeden Tag ein Video hochgeladen. Das ist eine enorme Arbeit, vor allem die Folgenlänge. Mal sind die zwar nur 25 Minuten gewesen, aber Standard war eine halbe Stunde.
Wenn ich jetzt aber Stardew Valley betrachte, ist der durchschnittliche Wiedergabe, nee, nicht Wiedergabe, sondern der durchschnittliche Folgenlängewert bei gut 40 Minuten. Und wenn man das dann eben alles in Aufnahmezeit, Renderzeit, Hochladezeit, wenn man das alles berechnet und bedenkt, das ist schon sehr aufwendig. Wenn ich jetzt so sehe, Stardew Valley 45 Minuten Video, das braucht bald 2 bis 3 Stunden nur alleine fürs Rendern. Also nur alleine mein Sappelton, was ich da so rede, so wie das hier jetzt. Und das, was ich halt aufnehme, das eigentliche Spiel, worum es geht. Wenn ich das einfach nur zusammenschneide und eben, ja, render, so dass es ein MP4-Video wird. Das ist schon wirklich sehr lang. Bin ich halt so der Meinung. Ich habe halt nicht den besten PC, aber schon ein gutes Upgrade jetzt bekommen zum Geburtstag. Wie gesagt, Juni hatte ich ja Geburtstag. Nein, hau ab. Ach, schade. Nein! Gut. Oh, das hier ist schon fast mehr Horror als die anderen Horrorspiele, die ich bisher hatte. Ja, da ist das schon ganz schön krass mit dem Zeit, mit der Zeit überhaupt, die man so mit dem ganzen Hobby verbringt. Deswegen tut es mir auch leid, dass jetzt heute einfach nur. Ja gut, kann auch sein, dass das hier erst am 1. kommt. Sollte das am 1. erst kommen, dann wünsche ich auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Tschüss, sehr schön. Auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Wenn das hier doch am 30. rauskommt, was ich wage zu bezweifeln. Nein. Na, ja, schade. Ja doch, ich denke mal wirklich erst am 1. wird das hier oben sein. Denn es ist ein Tag mal wieder nichts. Das ist okay, damit kann ich leben. Aber wenn es länger als 2 oder 3 Tage ist, dann ärgert mich das schon, weil ich dann eben, ja, so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich meine Abonnenten so ein bisschen enttäusche. So ungefähr, oh, warum kommt denn kein Video? Das habe ich manchmal tatsächlich selber auch bei Markiplier. Ich gucke den unglaublich gerne. Seine Stimme ist großartig, seine Persönlichkeit ist einfach großartig. Ich finde ihn echt super. Dagegen PewDiePie, er ist mir manchmal ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht, wie er heute ist, damals aber, als ich ihn angefangen hatte zu gucken, ah, es ging. Er ist okay, er ist okay. Aber trotzdem so, nee, nee, muss ich nicht haben. Echt nicht. Sag mal, bist du kein Bot? Ich habe die eine Nacht wirklich mal gespielt und das war dann alles nur noch Bots hier. Denn irgendwie muss ja das Spiel noch spielbar sein, wenn man auch alleine ist. Naja, und ja, ich schaue den unglaublich gerne und denke mir dann auch so, oh, warum macht er nicht so nicht mehr? Aber dann weiß ich ja selber auch, wie aufwendig das ist. Wenn ich jetzt bedenke, auch er hat es geschafft, ein Jahr lang jeden Tag ein Video hochzuladen und zwar mit dem Unes-Arnes-Kanal, was er mit seinem Kumpel Ethan da gemacht hat. Das war auch sehr krass. Die haben da sich jeden Tag für jeden Tag was Neues ausgedacht. Also, das ist schon unglaublich respektabel. Und jetzt auch Let's Play Markus hat es, soweit ich weiß, auch durchgezogen. Jeden Tag ein Retro-Spiel. Das ist unglaublich aufwendig. Sie hat sich selbst umgebracht. Man darf nämlich jetzt auch die eigene Linie, die man hinter sich herzieht, nicht durchqueren. Naja. Ich hoffe, das hier ist soweit ganz okay für euch, dass ich hier einfach mal ein bisschen laber und einfach nur so ein belangloses Spiel, sag ich mal, wie das hier spiele. Oh, schöne Linie. Ja, genau. Was ich auch noch mal sagen wollte, ich würde auch gern meinen Kanal-Banner und auch das Icon endlich mal überarbeiten, weil ich das einfach nicht mehr angemessen finde. Ich bin nicht nur ein Horror-Channel, nicht so wie Corrupted, unglaublich großartiger Typ. Und yes! Auf jeden Fall schaut bei denen auch noch mal vorbei, die ich jetzt soweit erwähnt habe. Markiplier, dann sein Kumpel Ethan, Crank Gameplays, oder so nennt er sich jetzt, glaube ich. Und ja, dann halt Corrupted ist auch großartig. Nesfate, ich gucke sie so unglaublich gerne. Da ist natürlich eben, ja, sie hat zurzeit jetzt Urlaub, kann deswegen Videos machen, aber sonst halt auch eher weniger, weil sie arbeiten ist. Zack, weg mit dir. Naja,
Huch, was ist das denn für ein graues Geschwür? Weg mit dir. So, genau, ich wollte das eigentlich überarbeiten. Ich habe nur leider immer das große Problem. Ah, danke schön. Dass ich, ja, ich kann nicht zeichnen. Ich möchte unglaublich gerne das selber zeichnen. Nur, ja, wenn ich anfange zu zeichnen, dann endet das immer damit, dass ich mein Grafik-Tablet oder Tablet hier, dieses mit dem Stift, ja, dass ich das dann gefrustet einfach irgendwo wieder in die Ecke packe und das für Monate nicht mehr anrühre, weil ich da so frustriert bin, dass ich dann, ja, das wie gesagt einfach nicht mehr anrühren kann. Fragt mich nicht, warum das so heftig bei mir ist mit dem Frustriertsein, was das Zeichnen angeht. Es ist einfach so. Nö, oh, da, oh, erschrocken. Oh, meine Güte. Okay, ja. Was bleibt mir sonst noch so zu sagen? Ja, ich mache das hier unglaublich gerne. Nicht nur das Spiel, was ich jetzt gerade spiele, sondern überhaupt dieses Aufnehmen. Auch mit euch interagieren, das bringt wirklich Spaß. Wenn ich dann sehe eben, ja, die Leute gucken das gerne, was ich mache. Und nein, ich mache es nicht für Komplimente. Ich kann mit Komplimenten nicht umgehen. Ich kann immer nur höchstens sagen, ja, das ist sehr lieb. Dankeschön. Oh, das war knapp. Und ja, wenn ich dann einfach nur sage, ja, das ist echt lieb von dir, dankeschön, dann ist das schon meine ehrliche Meinung. Ich habe da halt ein großes Sozialproblem mit, sag ich mal, dass ich da nicht richtig ausdrücken kann, was ich denke, was ich meine, was ich fühle, wenn ich mal was fühle. Ja, das ist auch immer so eine komische Sache bei mir. Naja, aber das geht dann doch. Nein, oh, schade. Gut, ist ein schöner Abschluss für dieses Video, glaube ich. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen zu meiner Person habt, stellt die gerne in die Kommentare. Habe ich überhaupt nichts gegen. Macht einfach, was einem so in den Sinn kommt, solange es eben halt einfach in Ordnung Fragen sind, sag ich mal. Und nicht einfach so, ja, irgendwas zu Privates, das, was überhaupt niemanden was angeht. Das ist ja aber eigentlich klar, aber naja, es gibt immer irgendwelche Trolle. Ja, hier, 46% war das Beste, was ich hatte. Das interessiert mich auch gerade, aber das mache ich später für mich selber. Mal gucken. Ja gut, hier, das hier ist auch sehr interessant. Guckt da vielleicht auch nochmal rein. Da hat man verschiedene Spielmodi, dass man gegeneinander ballern kann. Das ist auch ganz cool. Naja. Ansonsten, ja, weiß ich nichts weiter zu sagen. Ich kann höchstens nochmal kurz hier reingucken. Ja, genau. Ich spiele nebenbei noch Harry Potter Hogwarts Mystery. Ja, das bringt mir auch sehr viel Spaß. Ich muss jetzt erst einmal... Nein, nicht Besenflugstunde. Nein, raus da. Ah, komm schon. Ich wollte jetzt hier Verwandlungsunterricht. Ich wollte gerade sagen, jede Person, die das hier als Let's Play hinkriegt, absolut Respekt. Denn das dauert manchmal so ewig, bis man da überhaupt was machen kann. Wegen den Zeitpunkten. Ach ja, ich bin Hufflepuff. Ich bin eine Hufflepuff-Schülerin. Ich weiß nicht, also Slytherin, ich bin nicht gerissen, ich bin nicht durchsetzungsfähig, ich bin nicht mutig, ich bin also kein Gryffindor und intelligent bin ich auch nicht wirklich. Deswegen, also Hufflepuff passt zu mir am besten. So, jetzt wisst ihr schon mal das von mir. Obwohl meine Lieblingsfarben halt schwarz und rot sind, aber egal. Genau, ansonsten, ja, ich mache das hier noch eben. Ja, sonst bleibt mir einfach nichts weiter zu sagen. Außer eben halt, ich hoffe, ja doch, ich werde das am 1. Januar hochladen oder für 1. Januar machen. Denn wir haben nur noch 25 Minuten. Quatsch, es sind 26 Minuten nach, 23 Uhr. Mein Freund möchte mit Sicherheit auch gleich noch mit mir soweit den Rest des Abends verbringen. Das hier. Ja. Dann bleibt mir ja soweit eigentlich nur noch zu sagen, wenn ich das hier fertig habe. Na, meine süße Eule. Genau, ja, ansonsten, ich hoffe sehr, dass es euch soweit gefallen hat. Einfach mal so ein simples Gequatsche-Video. So ein kleiner, ja, Rückblick, wenn man so will. Ja, stimmt, Moment. Komm schon. Ups. Na gut, egal. Nee, ich beende das dann jetzt einfach hier. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen mit dem Gequatsche.
Und ja, sowas muss halt manchmal auch sein, dass ich mich einfach mal so ausquatsche, was sich da denn mir so im Kopf herumschwebt. Ich habe so, sogar mal überlegt, dass ich einfach mal überhaupt, ja, das mache ich gleich, weil hier sonst gleich Werbung mit dem Video ist und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, dass denn einfach ich rede und mir das denn für mich selber hochlade und irgendwann mal vielleicht dann online stelle. Also, dass das privat ist. Naja, weil ich da manchmal halt schwierige Gedanken habe, die nicht unbedingt ins Internet gehören und eben, naja, depressive Gedanken. So, jetzt habe ich es ausgesprochen. Naja, dass dann eben manchmal sehr, sehr schwierige Themen dabei sind, wo ich mir dann auch so denke, Alter, was laberst du da? Halt die Klappe, behalt das für dich. Wenn du jemanden davon erzählst, der beißt dich in die Klapse ein. Sowas in der Richtung. Naja, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr von mir wissen möchtet, schreibt es ruhig in die Kommentare. Mehr als sagen, tut mir leid, das ist mir zu privat oder eben halt, darüber möchte ich jetzt noch nicht reden. Mehr als das kann ich nicht sagen. Als eben halt eine Art von Nein. Genau. Ich hoffe dennoch, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ja, wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr gerne abonnieren. Wenn ihr jetzt abgeschreckt seid, könnt ihr auch selbstverständlich gehen. Da habe ich kein Problem mit. Ja, in der Videobeschreibung auch noch der Link zu Twitter. Könnt ihr mir auch gerne folgen. Ich poste zwar nicht so viel da, aber hauptsächlich so das Video, was gerade so online gegangen ist. So, ja. Ansonsten dann eben sehen wir uns im nächsten Video wieder, was wahrscheinlich Stardew Valley sein wird. Genau. Genau, dann bis zum nächsten Video. Und ja, bis dahin, tschüss.